Herzlich willkommen beim 4D-Aktiencheck. In diesem Video stelle ich Ihnen eine weitere Aktie vor, die im 4D-Asset-Oszillator enthalten ist. Der 4D-Asset-Oszillator ist ein Anlagezertifikat, das ich an der Stuttgarter Börse platziert habe und mein Geld dort investiert habe. Und hier zeige ich, wie ich mein Geld investiert habe und warum ich welche Aktie ausgesucht habe. In diesem Video geht es um die Aixtron AG. Disclaimer bitte beachten und am Ende des Videos durchlesen. Das ist keine Anlageberatung. Ich kann keine Risiken übernehmen und ich werde auch keine Empfehlung abgeben, sondern ich erkläre nur, warum ich die Aktie für mein Geld ausgesucht habe, warum sie im 4D Asset Oscillator enthalten ist. Der 4D Asset Oscillator ist ein Anlagezertifikat, das praktisch von Herbst bis Sommer komplett in 100% Aktien investiert ist in einem Portfolio, sehr grünes Portfolio meiner Meinung nach. Und diese Aktien stelle ich hier vor und in dem Rest der Zeit, in den gefährlichen Monaten, in Anleihen investiert ist. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann verlinke ich Ihnen das hier oben. Ansonsten gehen wir auf die Homepage. Wenn Sie nämlich www.asset-oszillator.de eingeben, dann landen Sie auf der Homepage, die sich hier hinten gerade aufmacht. Und wenn Sie hier auf Portfolio drücken, dann landen Sie auf der Seite und sehen das Portfolio. In der Aktienphase von Herbst bis Sommer ist praktisch hier das Portfolio zu sehen. Ansonsten rutscht es nach unten und man sieht dann oben das Anleihenportfolio, das ich aber dann meistens mit ETFs und mit Fonds auswähle und keine eigenen Anleihen aussuche, anders als bei den Aktien. Wenn Sie hier sehen, ganze Latte von verschiedenen Unternehmen, sehen Sie die Aixtron und wenn Sie hier drauf drücken, landen Sie direkt auf der Homepage der Aixtron und da sehen Sie schon, aha, ein Technologiekonzern, das Maschinen, Methoden, Optoelektronik für Computerherstellung, für Wafer, für Computerchips und für alles, was den Computer angeht und vieles mehr herstellt. Also Maschinenbautechnologieunternehmen und vor allem ganz eng auch mit der KI vernetzt oder AI, wie die Amerikaner sagen oder die Engländer, die KI, denn die haben hier Software und die Hardware für KI-Lösungen. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Das heißt, da ist man indirekt mit oder mit Teil mit in KI auch investiert, ohne die ganz Großen zu nutzen. Und da können Sie mal auf der Homepage eben schauen, was die alles für Produkte herstellen. Das ist eine ganze Menge. Das ist ein deutsches Unternehmen. Ja. Anlagebau, ja. Also das ist eigentlich, kann man fast ein Maschinenbauer sagen, aber es gehört zu einem Technologieunternehmen. Software- und Hardware-Upgrades, alles rund um Computerherstellung. Ganz, ganz spannend. Und wenn wir jetzt hier auf die eSIN drücken, und da sehen Sie ja an der Buchstaben.de, das ein deutsches Unternehmen ist, landen Sie bei OnVista. Auch hier können Sie natürlich die eSIN einfach woanders hin kopieren, wenn Sie sich mal woanders informieren wollen. Aber hier sehen wir ein KGV von 25. Das würde ich jetzt bei dem Zinssatz, den wir im Moment haben, als fair betrachten. Value-Titel noch nicht ganz. Also dafür ist mir 25 ein bisschen zu hoch. Da müssten wir eher Richtung 10 gehen, damit ich, oder gar unter 10, damit ich sagen würde, es wäre ein richtig eindeutiger Value-Titel. Das ist es nicht, aber die Aktie ist nicht teuer. Das auf keinen Fall. Die Dividende mit 1,21, ja, nett, aber uninteressant. Was viel interessanter ist, sind natürlich die Wachstumsraten. Und die sind moderat. Wir hatten hier 2018 fast eine Versechsfachung des Gewinns, dann ging es zurück. Aber wir sehen hier immer grün schöne Wachstumsraten, mal klein, mal groß. Also in 2021 hat sich der Gewinn mehr als verdoppelt. Dann wieder kleinere Schritte, dann mal wieder 41% Gewinnwachstum, jetzt im vergangenen Jahr 2023. Also hier denke ich schon, dass die Wachstumsraten sich so zwischen 20% und 30% einstellen können, vielleicht auch mal weniger. Aber das ist eigentlich ein Wachstumstitel und zwar keiner, der vielleicht komplett durch die Decke schießt, ja, so wie hier jetzt, ja, 583%. Kann vielleicht auch noch mal passieren, aber ich denke eher, das ist ein Unternehmen, das ständig so wächst, 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 wächst und dann auch die Gewinne, natürlich auch die Kurse nachziehen und wächst. Dividende, wie gesagt, ganz schön, aber ja, die sollen lieber ausbauen und nicht ausschütten. Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,57, das ist fast ein bisschen teuer.
muss man sagen. Eigenkapitalquote aber ganz, ganz toll mit 73%. Ja, also super. Ja, 73%. Also wenn da mal ein schwaches Jahr käme, dann ist da genug Substanz da, dann gibt es genug Möglichkeiten, sich zu verschulden, um eventuelle Verluste auszugleichen oder ein neues Werk zu bauen. Also da ist richtig Geld da, das steht richtig gut da. Dann gucken wir uns die Eigenkapitalrendite mit 15 an. Auch top, perfekt. Also ein ganz solider Titel, die Bilanzen sehen sehr gut aus, also zumindest wenn man so analysiert auf den ersten Blick. Aber hier möchte ich mich auch noch versichern und deswegen schauen wir uns mal, wer ist denn dann noch investiert? Die üblichen Verdächtigen, die Großen sind dabei, Vanguard ist dabei, Invesco ist dabei, DWS ist dabei, Union Invest, Fidelity, BlackRock, Amundi, Deka, BlackRock, Odo, JP Morgan. Also die ganz Großen sind dabei, Kleine sind dabei. Also die haben auch sorgfältig analysiert und sehen, dass das ein Zukunftstitel ist, der einfach ganz, ganz wichtig für die Technologiebranche ist. Deswegen bin auch ich investiert und finde es einfach ein tolles Unternehmen. Und letztendlich machen die auch was Nachhaltiges. Entweder indirekt und teilweise auch direkt. Wir schauen uns aber jetzt den Chart an. Ja, da sieht es natürlich wüst aus. Also Tendenz ist schon nach oben, wie man sieht, an der 200-Tage-Linie, die steigt so. Aber das sind natürlich ordentliche Schwankungen. Ich meine, mit 23 Milliarden ist es ja auch eher ein kleines bis mittelgroßes Unternehmen. Da muss man schon sich auf einiges gefasst machen. Ist auch okay, wenn ich natürlich hohe Renditen erwarte mit 20, 30, 40, 50%, dann muss ich auch Verluste mal erleiden können oder muss auch gut schwanken. Ich habe den Titel nicht nur deswegen gewählt, weil ich es ein spannendes Unternehmen finde. Technologieunternehmen mit KI-Ansatz und so weiter, ein Bestandteil. Ganz wichtig auch fürs Depot, weil der Asset Oscillator ist sehr grün angelegt, das heißt sehr viel erneuerbare Energien, Energie, Solar, Windkraft, Wasserstoff und so, sehr, sehr lastig. Und da noch einen Technologieanteil zu haben als Ausgleich, fand ich natürlich ganz, ganz spannend. Und natürlich ist es ein super Unternehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Video, Ihr Thomas Hupp.